Willkommen zurück zu Let's Play Safecracker. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und jetzt kümmern wir uns einfach mal um diesen Safe hier. Ja, und bei diesem Safe geht es darum, den schwersten dieser Schlüssel zu finden. Und zwar klicken wir jetzt einfach mal alle durch. Von oben nach unten. Und dann werden wir schon den richtigen bekommen. Und zwar erkennt die Maschine dann, dass es der schwerste ist und schmeißt ihn uns hier rein. Das Spiel ist rein durch Zufall. Alles zusammengeordnet, die ganzen Schlüssel sind durch zufallsbasierende Dinge zusammengemacht. Also man wird nie den Schlüssel, wenn man das mehrfach spielt, das Spiel, nie immer an der gleichen Stelle finden. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, toll. Blablabla, kemalischer Whisky. Okay. So, den Notizzettel können wir uns mal merken. So, gibt es hier hinten noch was? Mal kurz gucken. Okay, da kommt man hier wieder raus. Ach nö, das ist was anderes. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nö. Zack, Müll. Nichts. Okay, hier noch etwas. Dazu brauchen wir die Kurbel. Hier. So, drehen wir mal dran. Dann hier noch dran klicken. So. Das hat uns gebracht. Und zwar können wir jetzt hier hochgehen. Und dann könnten wir wieder raus auf die Straße. Aber das wollen wir jetzt nicht. Also ich glaube, dass es uns das gebracht hat. Es kann auch was anderes sein. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie ganz durchgespielt. Aber mal gucken. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwas, was das gebracht hat. So, jetzt schauen wir wieder hier zurück. Und zwar mal zu diesem mittleren Fass hier. Das ist nämlich der Schlüssel, den wir gerade erhalten haben. Hier mal kurz auf. Schlüssel schwer. Und benutzen. So, wir erhalten ein paar Münzen. Eine Notiz für ein Schachspiel. Ja. Noch so ein Code für ein Safe. Und einen Whisky. So, hier gab es glaube ich auch irgendwo noch etwas. Gab es hier noch eine Kiste, glaube ich. Also hier gibt es trotzdem nichts mehr. Mal gucken, ob es hier vorne noch was gibt. Andere Richtung. Ja, Orientierung hier unten gleich 0. So, hier sind wir runtergekommen. So, da geht's die Treppen wieder hoch.
Hier vielleicht. Den haben wir schon geöffnet. Der hier bringt uns nichts. Der würde uns nur ein Passwort ausspucken, das wir dann zu den Entwicklern schicken können, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, aber die Entwickler gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Schauen wir hier nochmal kurz. Bringt uns auch nichts. Okay, schauen wir nochmal kurz hier, vielleicht liegt da noch was rum. Okay, schauen wir wieder nach oben. Und so. So, den haben wir auch schon geöffnet. Okay, die 4 haben wir alle schon aufgemacht. Den haben wir schon offen. Den hatten wir offen. Den haben wir. Das haben wir auch, genau. So, da waren wir. Da schauen wir später noch gleich noch hin. Hier gibt es nichts mehr. Ah, genau. Die Musikbox, ja. Ah, doch, da gibt es noch was im Keller. Schauen wir dann gleich nochmal in den Keller runter. Also, es ist nochmal die Jukebox-Safe zu öffnen. Und sonst müsste hier eigentlich alles erledigt sein. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch schon. Ja, jetzt. Okay, das hatten wir schon. Passt zurück. Ach komm. Mach zurück. Dieser Bug. So, hier drehen. Hier zurück. So. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch. Den haben wir auch schon. Da geht's zum Krankensaal. Na. So, genau. Zack, zack, zack. So, hier haben wir auch schon alles. Also es fehlen uns in diesem Erdgeschoss nur noch 2 Saves. Und zwar die Jukebox und der in diesem Raum hier. Nein, in diesem Raum nicht. In dem da. So, im Keller fehlt uns noch einer. Okay, gut. Ich muss hier mal ganz kurz einen Schnitt machen, bin sofort wieder da. So, weiter geht's. Also, kümmern wir uns mal schnell um diesen Safe hier. Also, 1, 1, 1, 1. Eins, 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 so, eins, eins, drei, vier, sechs, also muss doch das hier, 2, 3, 4, 5, 6, eins, 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 dann eins, drei, 5, 10, 15, mal 3, eventuell 1, 2, 5, okay, 1,
14. Wahrscheinlich dann die 20, oder? Und 1. War das jetzt nur geschätzt, ob das jetzt stimmt? Ich habe keine Ahnung. 5. Irgendwo öffnen. Nö. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es könnte stimmen. 1, 3. 1, 3, 2. 2, nö. 1, 2. 1, 2, hä? Ich versteh's nicht. Eins, 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 eins. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 15, 15. Gibt's denn irgendwas anderes? 10. Eventuell die 6 hierher. Ja. Na toll. Okay. Hier gibt's gar nichts. Hier gar nichts. Gar nichts. Toll. Wegen diesem einen Code. Sonst ist da echt nichts. Okay. Gut, dann zurück. Zurück. So, jetzt gibt es noch einen Safe hier unten. Und das ist dieser diese Jukebox. Schauen wir da mal noch in den Keller. Denn da gibt es noch etwas. Und zwar der war der. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Aufzug 1812. Enter. Accepted. Okay, dann fahren wir mal in den Keller. Ach nee, jetzt komme ich da nicht raus. Na toll. Okay, dann fahren wir in den ersten Stock und gehen wieder durch die Küche nach unten. Na komm. So weit ist jetzt auch nicht nach oben. Zack, so. Oh, ich glaube, ich laufe gerade den vollen Umweg. Genau, so rein, da durch, da rein und hier ist die Küche. So, drehen wir hier mal wieder und dann geht's wieder auf. Okay. Gut, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Part.